Na nun, so, dann wollen wir mal schriftlich multiplizieren mit Kommazahlen. Wir fangen mal erst nochmal ganz kurz eine Übung an zum Grundprinzip. Ich zeige mal, wie einfach das eigentlich ist und wie einfach wir uns das dann bei so einer Aufgabe machen. Und zwar 0,8 mal 2 steht da und ich sage, na und, Komma und sowas ist mir vollkommen egal. 2 mal 8 und ich schreibe erstmal auf, ist 16. Jetzt gucke ich, wie viel Kommata habe ich. Hier habe ich eine Stelle, hier habe ich keine, also setze ich eine. Fertig. Gucken wir das mal an. 0,8 mal 5. Puh, 8 mal 5 ist 40. Wie viele Kommastellen? Eine. Aha, fertig. Gucken wir mal das an. 2 mal 8 ist 16, ne? So wie vorhin. Wie viele Kommastellen haben wir? Hier eine und hier eine. Beim Multiplizieren muss man die zusammenzählen. Also habe ich 2 Kommastellen. 0,16 kommt raus. Machen wir das gleiche mal hier. 5 mal 8 sind 40. Wir lassen schon immer mal ein bisschen Platz, damit wir das nicht so ranschmieren müssen wie hier. 5 mal 8 sind 40. 1, 2 Kommastellen. 1, 2 Kommastellen. 0,4. Schwupp. 0,40. Okay, aber schadet nicht, die 0 dahinter zu lassen. Na und, wir haben ja erst 5 mal 8 ist 40 gerechnet. 0,8 mal 20. 8 mal 2. Jetzt kommt das Übliche vom Multiplizieren. 8 mal 2 ist 16. Die 0 ranhängen und eine Kommastelle setzen. Stimmt ja auch, ne? 1 mal 20 ist 20. Das war jetzt ein Überschlag. Überschlag heißt ja ungefähr. Das ist fast 1. 1 mal 20 ist 20. Also muss ich in der Nähe von der 20 sein. Zwei Stellen hier vor dem Komma. Na gut. 80 mal 0,5. 5 mal 8 ist 40. Die 0 hier hinten ran. Und eine Kommastelle. Aha. Mach mal wieder einen Überschlag. 80. Und davon die Hälfte. Das sind 40. Oder ich sage 80 mal fast 1, ne? Wäre fast 80, also zwei Stellen vom Komma. 3 mal 7 ist 21. Das ist nichts Besonderes. Hier waren keine Komma da. Probieren wir aber mal aus, ob diese Komma-Regel hier mit dem Ransetzen auch hier funktioniert. Obwohl das Quatsch ist, 3,0 mal 7,0 hinzuschreiben, da schreibt man es lieber so hin. Probieren wir es trotzdem aus. Wir sagen, 3 mal 7 ist 21. Hängen die 0 ran, hängen die 0 ran. Und zwei Kommastellen brauchen wir aber. Ne? Selbst da funktioniert es. Ist lustig. 0,3 mal 7,0. Wir bleiben stur. 3 mal 7 ist 21. Lassen sicherheitshalber Platz. Aha, hängen die 0 ran, aber müssen eine Kommastelle setzen. Nanu, stimmt denn das? 0,3 mal 7,0 ist 21. Weniger als 1 mal 7 soll 21 sein. Wo ist der Fehler? Gucken wir es uns nochmal an. Ja, also man kann, ich würde deswegen sagen, Leute, wenn ihr sowas habt, dann schreibt das wieder in 3 mal 7 um und die Sache ist erledigt. Wo ist hier der Haken? Wir gucken nochmal. 3 mal 7 ist 21. Und jetzt? Eine Kommastelle muss entstehen. Und die lasse ich lieber weg. Also nicht mit Kanonen nach Spatzen schießen, das wäre übertrieben. So, und jetzt sieht man es deutlicher. Ne? Das muss, wenn ich nicht mal 1 habe und das mal 7 nehme, dann kann ich keine 7 erwarten und schon gar keine 21, sondern höchstens 2,1. Gut, was nützt uns das hier? Wir machen mal bei dieser Aufgabe hier, um die geht es jetzt. Bei 24,5 mal 3,6 machen wir erstmal einen Überschlag. Wir sagen, ja, komm, rund 20. Och. Das sind mal 4. Also Überschlag 20 mal 4 ist 80. Irgendwas, sowas ungefähr muss rauskommen. Jetzt probieren wir das aus und machen das mit der Tippeltappeltour. Ich werde hier oben nochmal einen Link anfügen, wie man auch natürliche Zahlen multipliziert. Also 3 mal 5 ist 5, 10. Weshalb ich den Übertrag hier hinschreibe und nicht hier oben rein? Na, damit ich nicht durcheinander komme. Ich weiß, es gibt Leute, die schreiben hier alles Mögliche rein, kommen dann durcheinander, ärgern sich. Ich habe jetzt eine Pause gemacht und kann sagen, naja, jetzt kann ich in aller Ruhe weitermachen, denn diesen Übertrag, ne, von der 15, 3 mal 5 ist 15, den habe ich mir gemerkt. Ich lasse die Kommata jetzt erstmal weg, die sind mir vollkommen egal. Gut, 3 mal 4 ist 12 und 1 ist 13, Übertrag. 3 mal 2 ist 6 und 1 ist 7. Schön. Jetzt darunter, hier genau drunter schreiben, damit man nicht durcheinander kommt. 6 mal 5 ist 30, kleiner Übertrag. Der wird sowieso überschmiert, ne? Das ist also nicht schlimm. 6 mal 4 ist 24 und 3 ist 27.
50, hier ist wieder der Übertrag. 6 mal 2 ist 12 und 2 ist 14. Jetzt ziehe ich alles zusammen und dann kümmere ich mich um die Kommata. Nicht vergessen, die 0 plus 0 trotzdem hinschreiben. 7 plus 5 ist 12. Hier ein Übertrag. 1, 4, 5 und 8. 1 sind 8. So. Jetzt kann ich anhand des Überschlages sagen, das muss 88,2 heißen. Ich kann auch meine Regel nehmen. Wie viele Kommastellen hatte ich? Eine und hier noch eine. Eine und noch eine und ich setze das Komma hin. Ich hoffe, ich habe es verständlich erklärt.